Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich wieder ein Update, wie gewohnt, über die Xiaomi-Aktie berichten. Und dazu lasst uns einmal direkt den Chart begutachten. Was ist hier passiert? Warum ist die Aktie heute bis jetzt, die Börse ist noch geöffnet, um 7,68% gestiegen? Es gab oder es sind Informationen rausgekommen, dass Xiaomi ein eigenes Elektrofahrzeug bauen möchte. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon mitbekommen, aber ich denke mal einige noch nicht. Und hier ist es so, der CEO von Xiaomi hat bereits sich mehrfach mit Tesla-Chef Elon Musk getroffen und über seine Pläne gesprochen. Und warum ausgerechnet mit Tesla? Man muss sich vorstellen, ein Elektrofahrzeug zu bauen, das macht man jetzt nicht so wie ein Handy zu produzieren oder ein Tablet zu produzieren, sondern da steckt viel, viel mehr Vorbereitungs- und Entwicklungsphase dahinter als wie bei einem Smartphone, sage ich jetzt. Und hier wird Xiaomi meines Erachtens, und ich bin wirklich davon überzeugt, dass Xiaomi das auf jeden Fall schaffen kann. Und es wäre natürlich für so ein Riesenunternehmen der absolute Wahnsinn, wenn sie das auch durchführen würden. Aber es ist natürlich für so ein Unternehmen einfacher, auf Unternehmen mit Erfahrung zurückzugreifen. Das heißt, Xiaomi muss keine eigene Fabrik bauen, können auf bestehende Entwicklungen zurückgreifen und. Und deswegen ist das meines Erachtens ein absolut toller Schachzug, dass Xiaomi entweder sich von Tesla beraten lässt und dort die Autos produzieren lässt oder zum Beispiel NIO oder Geely oder wie sie alle heißen. Ne? Also ich finde die Nachricht absolut der Wahnsinn. Und man sieht es auch sehr stark, wie heute hier die Aktie extrem gestiegen ist. Und ich denke mal, es wird die nächsten Tage auch so weitergehen. Ihr könnt hier meine Trendlinien sehen. Ich gehe mal ein bisschen weiter raus. Das sind die Trendlinien, die ich immer zeige, dass in diesem Bereich die Aktie sich befinden wird. Sie ist heute sogar schon darüber gegangen. Deswegen würde ich diese Trendlinie sogar anpassen, dass sie sich in diesem Bereich weiterentwickeln wird. Und achtet jetzt nicht auf das Datum, sondern einfach nur auf den Bereich, in dem sie sich entwickeln wird. Ich werde das auch ein bisschen verlängern, um zu zeigen, wann ich damit angefangen habe. Und die Aktie befindet sich, wie gesagt, jetzt in einer Top-Position, um weiter zu steigen. Und wer vorgestern mein Video gesehen hat, da habe ich ja gesagt, es gibt eigentlich keinen Tag, an dem es keine neuen Informationen über Xiaomi gibt, egal ob es jetzt Absatzzahlen sind oder Entwicklungsberichte oder News. Es vergeht wirklich kein Tag, in dem es Nachrichten gibt. Und viele von euch wissen eigentlich, dass ich absolut von Xiaomi überzeugt bin. Und mit so einer Nachricht wie heute hätte ich persönlich nicht gerechnet. Ich habe damit wirklich nicht gerechnet, dass Xiaomi in so eine Richtung gehen kann oder gehen möchte. Ich habe im letzten Video noch bei Xiaomi gesagt, wer weiß, in welche Sparten sie als nächstes einsteigen werden. Und jetzt Autosparte. Also wie gesagt, ich hätte mit vielen gerechnet, aber nicht in diese Richtung. Aber ich finde es klasse. Ich finde es wirklich klasse, dass Xiaomi als so Riesenunternehmen wirklich versucht, in sämtliche Sparten ansatzweise irgendwie hier reinzukommen und dort den Markt aufmischen wird. Und wenn man sich das mal vorstellt, Xiaomi ist ein Top-Player im Elektronikbereich und mit einer Qualität, die mich persönlich wirklich umhaut. Und ich denke mal, sie können das genauso auch auf ihr eigen oder auf ihr produziertes E-Auto duplizieren. Also hier kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, und das sehen anscheinend viele, viele anderen oder andere Anleger oder sogar ihr sehr genauso wie ich. Es war heute ein sehr starker Kaufkraft da, überdurchschnittlich, und hat dementsprechend den Kurs natürlich nach oben getrieben. Und
Ich glaube wirklich, und das ist meine persönliche Meinung, also ich will hier keinen dazu zwingen oder überreden, dass er auch Xiaomi-Aktien kaufen soll. Aber Xiaomi steht einfach verdammt gut da. Also ich kann das gar nicht oft genug sagen. Die Zahlen stimmen, dass die Produkte stimmen. Die ganze Philosophie, die bei Xiaomi so dahinter steckt, stimmt auch absolut. Und klar, es ist ein chinesisches Unternehmen. Das sagen immer viele oder schreiben auch unter den Videos, man sollte da ein bisschen aufpassen. Aber Xiaomi jetzt auch mit der Deutschlandzentrale, die sie in Düsseldorf bauen wollen, ist meines Erachtens auch wieder ein Top-Schritt, um in Europa hier wirklich noch mehr Fuß fassen zu können. Und so ein Elektroauto, sei mal dahingestellt, ob es, wenn es jetzt so weit kommen sollte, dass sie wirklich anfangen zu produzieren, dass diese zeitnah in Deutschland fahren dürfen. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, das wird wirklich noch dauern, aber das sei wirklich unwichtig, denn der hauptsächliche Markt von Xiaomi ist die Börse in Hongkong. Und China wird einfach das Nonplusultra an Elektrofahrzeugen Absatz sein, wie bei anderen Unternehmen, die das herstellen oder die Fahrzeuge herstellen. Und deswegen ist es egal, ob diese jetzt auch in Deutschland verkauft werden können oder gefahren werden können. Wichtig ist erstmal, dass sie überhaupt Fuß da drin fassen und diese Fahrzeuge verkaufen können. Und ich kann mir wirklich vorstellen, es gibt noch keine Zeichnungen oder, also das wird bestimmt demnächst mal rauskommen. Irgendein Insider packt da bestimmt irgendwelche Informationen ins Internet. Aber wenn ich mir vorstelle, diese Technik, die sie hier fast täglich neu rausbringen, auch in so ein Auto einbauen, wird das absolut der Wahnsinnshit. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass sie von heute auf morgen wirklich erfolgreich werden können, aber man muss auch wirklich, wie ich gerade schon am Anfang des Videos gesagt habe, wirklich abwarten, was passiert jetzt die nächsten Wochen, was gibt es da für News bezüglich des E-Autos oder des Fahrzeuges. Hier kann man eigentlich gerade nur abwarten. Aber grundsätzlich die Information finde ich absolut top. Also wirklich ein richtiges Highlight heute. Das freut mich riesig, denn wie ihr wisst, ich bin wirklich bei Xiaomi mit einer höheren Summe investiert und hier kann ich wirklich nur sagen, es freut mich riesig. Ich werde nachkaufen, definitiv. Also eigentlich kaufe ich jeden Monat nach, denn langfristig gesehen wird uns diese Aktie definitiv noch vom Hocker hauen. Man darf jetzt nicht nur von heute auf morgen denken, sondern wirklich langfristig. Und ich bin wirklich gespannt, was in den nächsten Monaten noch für News kommen. Also, ich glaube sehr stark daran, dass die Aktie die nächsten Tage am Montag zum Beispiel oder wenn die Börsen am Montag wieder geöffnet sind, auf jeden Fall noch weiter steigen wird. Dann wird es definitiv eine kleine Korrektur geben, vielleicht sogar eine Seitwärtsbewegung, aber langfristig gesehen wird der Kurs nur eine Richtung kennen und das ist nach oben. Und der Oberhammer wäre einfach noch, das wäre so das i-Tüpfelchen, wenn Joe Biden, der Präsident in den USA, auch noch Xiaomi von der schwarzen Liste herunternimmt. Aber da bin ich noch etwas skeptisch angehaucht, aber auf jeden Fall wird das die Zukunft sein. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein kleines Update geben und würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wiedersehen.